Hallo, lieber Hungrige, heute machen wir mal etwas anderes. Und zwar geht es heute mehr um die Kombination und Präsentation von Essbarem und weniger um die Herstellung. Ich nenne das Ganze Party als Geswirlt, habe das vor vielleicht 3 Jahren beim Freund gesehen und den Gedanken übernommen, praktiziere das bei Geburtstags- oder anderen Partys eigentlich ziemlich erfolgreich. Wir benötigen dafür, und das spielt die Hauptrolle, eine bunte Auswahl an Topics. Ich habe mich heute entschieden für weiße Schokolade, Mandeln, Butter Crispies, Krokant, dunkle Schokolade, Preiselbeeren, Heidelbeeren, Mandarinen und Schokokornflakes. Schlagsahne kann dazu verwendet werden. Ich habe als Ergänzung noch einen Orangenlikör mit dazugestellt. Was ganz wichtig ist, wir brauchen natürlich irgendwelche Gefäße und gut machen sich dafür solche Becher, wie ihr sie in Discount erhaltet. Also ich habe mich hier für 400 Milliliter Trinkbecher entschieden und ihr braucht ein Gefäß für die Eiszange, dass ihr die zwischendurch immer abwaschen könnt. Ja? Es muss nicht unbedingt eine Eiszange sein, es geht auch ein großer Löffel. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, geswirltes Party-Eis anzubieten, ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man dann auch Eis zur Hand hat. Ich habe mich heute entschieden für Schoko und Vanille. Sind aus der praktischen Erfahrung heraus wirklich die geeignetsten. Es sollten möglichst unverfälschte Sorten verwendet werden, also nicht die andalusischen Tagträume mit Himbeeren und auch kein Joghurt-Bananen-Stracciatella-Eis, weil nämlich sonst die Topics ihre Wirkung verfehlen. Sehr schön. Und nun können wir also auch loslegen. Wen könnten wir denn hier mal fragen? Ah, Robson, was möchtest du denn heute für ein Eis haben? Also ich nehme Schokoladeneis mit einmal Heidelbeeren, einmal weiße und einmal dunkle Schokolade, einmal Mandarinen und einmal Crispies, ja. Schoko also, gut. 1, 2, 3. Es hat sich also gezeigt, dass für diese Größe der Becher 4 Kugeln das richtige Maß sind. Ihr solltet also ein paar Löffel dabei haben. Bei größeren Partys ist es natürlich so, dass das alles in größeren Gefäßen ist. Dann nehme ich auch Esslöffel. Hier für diese kleinen Gefäße Teelöffel und deswegen eine Portion entspricht dann faktisch 2 Teelöffeln. Er wollte also Heidelbeeren. Und er wollte weiße Schokolade. Und er wollte dunkle Schokolade. Gewünscht waren einmal Mandarinen. Und bunte Crispies. Jedenfalls sieht es doch schon mal hübsch bunt aus. Und geswirrt wird nun mit den Knethaken des Rührgeräts. Um eventuelle Spritzer zu vermeiden, ist es sinnvoll, eine Art Manschette um die Becher zu legen. Die Manschette kann man sich selbst basteln aus Aluminiumfolie oder ähnlichen Materialien. Da ich es relativ oft brauche, habe ich mir mal auf dem Baumarkt ein Stück verzinkte Regenrinne entsprechend zurechtsägen lassen. Klingt vielleicht kurios, erfüllt aber wunderbar seinen Zweck. Wir setzen das hier oben drauf und dann wird geswirrt. Keine Sorge, ihr seid nicht im falschen Film gelandet. Die Blätter dieser schönen Begonie sind nämlich nicht nur dekorativ, sondern schmecken auch noch prima. Die Blüten der Begonie sind essbar, sie sind leicht säuerlich und vertragen sich von daher wunderbar mit Schlagsahne. Und so werden wir also jetzt dieses geswirlte Eis auch am besten garnieren. Und eine Blüte drauf und dann sieht das Ganze doch echt fantastisch aus. Also das ist wirklich eine tolle Idee, das schmeckt unglaublich lecker, hätte ich gar nicht gedacht. So, wen haben wir denn noch hier? Ach Erika, möchtest du vielleicht ein Eis? Na gerne doch. Ich würde gerne nehmen ein Vanilleeis
Und dazu einmal Mandeln, einmal Heidelbeeren, einmal Preiselbeeren, zweimal dunkle Schokolade. Und war es das schon? Ja, das war's. Okay. Wenn ich dann ein bisschen Schlagsahne und Spritzer Orangenlikör drauf mache, ist das okay für dich? Oder magst gerne, du? Ja, okay. Gerne. Gut, dann sollst du das auch bekommen. Und für dich nehme ich auch ein Glas und keinen Becher. So, Vanille. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Dann die Mandeln. Dann die Preiselbeeren. Heidelbeeren. Jetzt die Preiselbeeren mit. Und dann war noch zweimal dunkle Schokolade gewünscht. Na, du musst ja wohl satt werden. Nun, den Spritzschutz wieder drauf. Und dann wird zügig geswirrt. Ein bisschen Schlagsahne sollte drauf. Du meinst mal gut mit ihr. Und ein bisschen Orangenlikör. Na dann, guten Appetit. Das sieht ja gut aus. Dankeschön. Viel Spaß beim Nachmachen. Seid kreativ bei der Auswahl der Topics und lasst es euch gut schmecken.